So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sky Factory 2 mit dem Kev Adua. Hallöchen! Und in der letzten Folge, das war eine XXL-Folge, weil wir ein bisschen Probleme hatten, vorwärts zu kommen. Wir haben versucht, einen automatischen Lootbag-Recycler zu machen. Der steht unten. Der funktioniert nicht irgendwie so ganz, weil Lootbags teilweise anders heißen, als sie eigentlich sind und wie auch immer. Irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Wir wissen es selber noch nicht. Jetzt haben wir das Ganze irgendwie hingekriegt, wie wir es soll, aber das ist jetzt auch noch Beta sozusagen. Das heißt, wir warten noch die ganze Zeit Jo, jetzt. und ich bin bei euch jetzt so langsam ein bisschen Gärtner geworden. Es tut mir leid, aber wir brauchen es. Ich bin der Käfer mit Stoff versorgt. Wenn er mal so braucht, dann, ich habe alles parat. Hört sich ein bisschen an wie ein Junkie. Ich bin derjenige, der kämpft immer Nee, mit es ist Stoff aber so, wenn versorgt. du irgendwas brauchst, haben wir noch Redstone, dann komme ich sofort an. Hier, ich habe immer alles gleich schon vorbereitet. Perfekt. Und ja, das ist mein Job. Und ich bin auch schon mal vorwärts gekommen in der letzten Folge und habe die Zivike-Rüstung fast komplett fertig gecraftet mit Hilfe von Essenzen und alles. Die hat übelste Haltbarkeit von teilweise 5100 Haltbarkeit von, auf dem Brustpanzer drauf. Und wie gesagt, ich hoffe, Natürlich wenn ich noch heftig. das letzte Teil vollkriege, dass ich damit dann fliegen kann. Und das wäre mega geil. Mega, Das wäre super natürlich geil. absolut Zucker und wir hoffen natürlich, dass es funktioniert, weil das wissen wir noch Ja, nicht. wir wollen es dann nicht so ein bisschen overusen, weil ansonsten ist es halt, ne, fliegen und dann, oh, komm, ist ja alles öde. Und auch in der Hölle wird dann vieles recht easy werden. Ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt ist. Ich glaube, laut Achievement Book ist das so, aber vielleicht können wir es erstmal probieren, ohne die OP-Rüstung uns da durchzuschlängeln. Damit es vielleicht ein bisschen interessanter wird. Außerdem brauchen wir, wenn, dann zwei Rüstungen, damit Kev auch noch mitfliegen kann. Und bis wir Also die hier haben, wäre es dauert es ein jetzt zum bisschen. Beispiel ganz geil, muss ich sagen, weil ich muss jetzt gerade unter der Plattform ein Kabel wegmachen. Und das ist Jo. jetzt nicht ganz so sexy, weil das kann ich. Ach so, du kannst schon fliegen? Nee, noch nicht. Das Problem ist, ich brauche, wie gesagt, ein Rüstungsteil noch. Ich brauche einmal zwei So. Stacks von diesen Medikyr-Essenzen brauche ich noch. Ach so, okay, Beziehungsweise weil ich fast zwei Stacks. habe jetzt gerade festgestellt, dass diese Covers leider das ganze Zeug nicht abgrenzen. Das heißt, ich muss hier unten ja, die ganzen Sachen einmal abbauen. Und zwar die ganzen RedNet-Kabel. Und die sind irgendwie ein bisschen zu wertvoll, um die einfach so Ja, abzubauen ins Nichts und fallen zu lassen. Ich weiß schon, zu was du meinst. riskieren, dass die ins Void fallen und für immer Ja. weg sind. Ich hoffe Hilfe! mal, dass gegen Ende der Oh! Folge genug zusammengekommen ist. Ich habe gerade gesehen, dass eigentlich das, worauf ich warte, worauf ich sehnlichst warte. Und ich dachte, ich baue eventuell mal, weil ihr alle das auch wissen wolltet, eine Plattform durch ein Höllenportal. Ihr wollt ja wissen, wie es aussieht. Ich glaube, das Portal lassen wir erstmal stehen. Wir machen es ein bisschen schön. Wir gehen auch nicht rein. Das heben uns noch so ein bisschen auf. Das drängt ja nicht. Das drängt ja wirklich nicht, Aber aber. dass wir mal so ein Portälchen bauen. Die Frage ist halt jetzt, wo kommt das Portal hin? Und die Sache ist Eine die, ich neue werde. Plattform bietet sich, glaube ich, an, oder? Ja, aber jetzt genau, wie anordnen? Also wo. Oh! Ist das fies! Fies? Obwohl ich diese Plattform gemacht habe, sind mir zwei RedNet-Cable weggesprungen. I. Ey, jetzt ist aber frech. Ist I. das eklig? So. Vor allem ist das gemein. Ey. Ey, Manu, ich weine gleich, Spark. Ah, bitte nicht. Muss ich trösten, weißt du, so an die Schulter lehnen. Hast keinen Bock drauf, Im Rücken fließen dann so die Tränen runter. ne? Wie ein Fließen jetzt schon. Schwall. Die fließen jetzt schon. So, wenigstens haben wir jetzt alles da. Ich muss aber noch ganz chillig zwei Item Ducts machen, wo einfach nur die Legendary Loot Bags mit Jo. versorgt sind. Und ja. Ich einfach fix ein bisschen neues Holz, mache jetzt gleich die Plattform und dann. Ja, die Frage ist, wo? Gegenüber von der Technik, also unser Haus, aber. Oder genau unser Haus müssen wir auch irgendwann mal bauen, müssen wir eine Baufolge machen. Ja, wir haben eigentlich so vieles angesagt, ne? Und irgendwie kommt Ja. aber immer mehr dazu. Das ist ja gar nicht bös gemeint von uns, aber irgendwie kommt so viel dazu, dass man es irgendwie gar nicht schafft. Wollen wir eigentlich hinter dem Portal, hinter unserem Abfall das Portal bauen, also dass hinter dem Abfall so ein bisschen weitergeht? Weil ich versuche es gerade logisch anzuordnen. Hinten haben wir halt das Farm, die Farm-Gegend. Ja. Da haben wir die Technik-Gegend und Haus-Gegend. Hier die Mobfalle-Gegend. Und das wäre vielleicht das Portal zu der Mobfallen-Gegend oder vielleicht dahinter bauen. Ja, dahinter. Oder nicht ganz dahinter, sondern mach mal hier vielleicht so eine Insel, die so schräg abgeht. Schräg, diagonal meinst du? Ja, Also. so in die Richtung. Dann hätten wir hier Okay. so wirklich den Mob-Bereich, weil dann ist das nicht alles so Pusteblumen gerade, so ein bisschen. Okay, und das sagt der auf Symmetrie jedes Mal pocht beim Bauen. Niemals! Ja doch, das ist mir schon ordentlich zurecht gemacht Aber ich beim glaube, die Lagerbau. Inseln, Es ja, muss ich glaube, symmetrisch das könnte sein. aber ganz schön kommen. Ich hab's nicht so mit der Schönheit, das macht auch im Real Life meine Freundin. Deswegen entschuldige ich mich. So, jetzt haben wir's. Es müsste funktionieren und es funktioniert. Fantastisch. Unser System Gut. funktioniert, Spark.
Es wird alles zugecraftet, einfach nur zu Epic Lootbags. Es funktioniert vollautomatisch, problemlos. Wunderbar. Chillig. Und so wie es aussieht, gibt es gar nichts, was falsch einsortiert wird. Also es gibt keine Lootbags, die anders sind. Ich hoffe es doch. Das war irgendwie ein zeitweiliges Phänomen. Offenbar. Ja, dann Items werden nicht gezogen, Sachen werden falsch einsortiert. Da hängt was, hier hängt was. Es sieht fast so aus, als wären wir hier in Hogwarts. Habe ich das Gefühl. Ja gut, ich würde Hogwarts dem fast schon vorziehen. Ich mag Hogwarts. Ich würde allein gerne mal das Essen ausprobieren. In Hogwarts? Ja. Wieso das Essen? Weil, du kennst das aus den Filmen, theoretisch auch im Buch, alles so reich gedeckt, du hast Auswahl von tausenden Sachen, die jedes Mal auf dem Tisch stehen. Ja, okay, das stimmt tatsächlich. Hast du alle Bücher gelesen? Bücher nicht, hab aber alle Filme geguckt. Hast du was verpasst? Nee, ich bin wirklich kein Leser, ich weiß nicht wieso. Sobald ich etwas lese, ich kann mir das null vorstellen. Nee, gar nicht. Aber wenn ich den Film gucke, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und dann ist auch wirklich so, dass ich mir jedes Detail so ein bisschen merke. Das ist. Bei mir ist es so, wenn ich ein Buch lese und dann einfach weiterlese, eine Stunde oder so, dann verschwimmt der Text zu einem Film. Also meine Fantasie macht das von allein. Es ist wie, als ob ich einen Film gucken würde. Ach, was, das ist ja Psycho, Alter. Nein, das ist einfach, keine Ahnung, es wird eine Erzählung gemacht und meine Fantasie reicht dazu aus, mir das entsprechend vorzustellen. Wenn du halt ein Kackbuch hast, was einfach schlecht ist, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Dann liegt es einfach daran, dass schlecht geschrieben ist. Wenn es wirklich gut geschrieben ist, dann macht es einfach so Fingerschnipp, so schnapp und dann Film läuft ab. Crazy shit. Ja. Definitiv. Und dann schreibt es deine eigene Vorstellung halt vor. Wenn du einen Film guckst, immer so voll verstörend. Deswegen mögen es auch nicht viele Leute nicht. Wenn sie zuerst ein Buch gelesen haben, den Film schon, weil der Film wird immer kacke sein, weil es ist unmöglich, von jedem Einzelnen die Vorstellung. Buch ist ja viel expliziter, ne? Den Vorstellungen gerecht zu werden. Ja, ich verstehe. Steht nicht. Unmöglich. Okay, so langsam bin ich ja aber jetzt ein bisschen am Grübeln, ob das Ganze so richtig ist. Wir haben hier Gravel. Ja. Wir haben hier Sand. Sand. Cobblestone. Der wird von beiden zu Gravel. Aber hier kann nicht nur das entstehen, sondern auch Sand. Und da ist schon der erste Fehler. Das heißt, wir haben hier Pulverizer, da kann aus Cobblestone, wenn ich mich recht entsinne, entsteht doch auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, genau, Sand, 10%. Ja. Das heißt, das hier müsste auch eine Verbindung hierzu machen. Und deswegen sehe ich schon, ich habe das hier alles viel zu kompakt gebaut und von dieser Art und Weise muss ich mich verabschieden zu denken, lieber ein bisschen größer bauen, als zu kompakt, finde ich. Go big. Oder? Genau, ist das so, oder nicht? Ja, also ich sag mal so, Platz haben wir eigentlich genug. Kompakt ist ja manchmal schön und klein, aber wenn es halt nicht geht, dann macht man es ja, halt wenn man dann größer. Vielleicht ein bisschen Technik oder Schönheit anbüßen würde, das wäre halt nicht so fein. Ob das funktioniert. Also, Crap. Kommt auf das Ergebnis an. Zack, zack. Wir machen das jetzt so. Go big. Also, ich nehme gar nicht auf. Wieso erzähle ich das überhaupt? Tja, das ist die Gewohnheit. Das ist die eiskalte Let's Player-Gewohnheit. Let's Player sind alle immer so laut und in den Vordergrund drängeln, weil sie immer denken, sie müssen aufnehmen. Ist dir das auch aufgefallen, im echten Leben, dass man dann anfängt, Dinge zu kommentieren? Er nahm sich die Cola und schüttete sie sich in den Mund. Also jetzt nicht so extrem, aber ist dir das schon mal aufgefallen? Das ganz häufig auf, wenn ich so beim Freund bin oder so, dass er was zu Sachen kommentiert. So, ja, von wegen, ja, ich gehe jetzt in die Küche, hol mir was zu trinken, ich gehe gleich auf Klo. So wieso muss ich den Leuten erzählen, dass ich auf Klo gehe? So, weil man einfach immer da gebeten wird in den Kommentaren, auch alles so ausgiebig wie möglich zu kommentieren. Bei mir ist das so, ich sage, ich bin mal kurz weg oder so. Damit sich halt nicht wundern, warum ich einfach so rauslaufe. Nee, aber so, also jetzt nicht unbedingt nur bei dem auf Klo gehen, meine ich jetzt, sondern ja. Das ist halt schon, oh mein Gott, ich weiß ja gar nicht. Ich erinnere mich gerade so voll an den Film Click oder so mit Adam Sandler von 2006, wo der so eine Fernbedienung hat, wo er alles steuern konnte mit einem Klick oder so vorspulen, zurückspulen. Ja, stimmt, Ding. Den kenne ich auch. Und da gab es den Erzählermodus, hat mich gerade so erinnert. Er nahm das Glas und musste ich gerade denken an die Erzählerstimme. Stell dir mal vor, es gibt jemanden, der sitzt irgendwo und wird dein gesamtes Leben kommentieren, was du gerade machst. Das ist Psycho, ne? Kev saß am PC, er telefonierte mit Spark und nahm eine Folge Sci Factory auf. Er zockte. Oh, Spark, komm mal runter, sagte er. So, das heißt, hier haben wir Sand oder Gravel. Wenn hier Gravel kommt, geht er hier rein. Sand tun wir gleich hier hinein.
Das gleiche müssten wir in diese Richtung machen. Deshalb brauchen wir Item Ducts. Alles klar. An Item Duct soll es ja nicht scheitern. Lieber später, wenn es etwas, wenn man fertig ist, man kann es immer noch kleiner bauen, wenn man es dann einmal drin hat. Soll erstmal funktionieren. Hat man nicht den Donner von eben gehört? Uns hat es voll gescheppert. Nee, überhaupt nicht. Mucksmäuschen. Alter Blitz. Mucksmäuschen schlimmer euch. Ah, das jetzt? Ah, jetzt höre ich was. Okay, ja, das Gewitter ist gerade mal so 3 Sekunden weg. Also kannst du ja Zeit messen zwischen Blitz und Donner, wann er ankommt. Schall 333 Meter pro Sekunde ist. Und Blitz und, ja. Und wenn der Blitz kommt, auch gleichzeitig eigentlich der Donner kommt, kannst du ausrechnen, weil der Blitz von dir entfernt ist. Dann ist das Ding ziemlich nah dran. Ja, 3 Sekunden, also so ein Kilometer ist der weg. Schon wieder. Aber Angst braucht man da nicht haben. Heutzutage kann eigentlich da nichts passieren. Naja, also das letzte Mal, wie gesagt, hat es das Ladekampf ja, aber es haut dir jetzt nicht die Birne weg. Nee, aber von meinem PC das Netzteil wird es weghauen, da habe ich ein Problem. Das ist natürlich ungünstig, aber... Richtig. Solange dein Leben nicht in Gefahr ist, finde ich, sind das nicht prinzipiell schlechte Neuigkeiten. Nee, nee. Aber Trouble, den man umgehen kann, ne? Ja, na klar. Ich wünsche dir das jetzt auch nicht, ne? Also, mal bei. Ich bin ein Meckermensch. Ein Einsatz ist zu warm, dann ist es wieder zu kalt. Wenn es wieder zu warm, dann zu kalt. Wenn es zu warm ist, gibt es Gewitter. Wenn zu aber kalt, das ist in Deutschland tatsächlich wirklich so, dass es, es gibt niemals so dieses normale Mittel. Es ist wirklich immer entweder Todes- oder arschkalt. Ich denke mal, das gibt es schon. Wir sind einfach alle nur zu pingelig. Menschen sind einfach alle zu pingelig. Das ist alles. Gibt's so ein, oder was richtig perfekt ist, an so einem schönen, warmen Sommertag, wenn abends die Sonne zwar schon untergegangen ist, aber du kannst so ein T-Shirt draußen rumlaufen, so richtig schön neutral warm. Das ist das perfekte Wetter. So ein Gefühl brauchst du im Paradies. Also ich habe das auch so gestern Abend und so bin ich auch einfach so mit Axel-Shirt nachts rumgelaufen. Ja, oh, klar. Oder so, aber es ist halt wirklich noch richtig warm ist und du nicht frierst. Obwohl die Sonne nicht mehr scheint. So. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, fast geschafft, Spark. Endlich. Fast. So, und ich habe auch die Plattform ein bisschen vergrößert. Ich habe es extra ein bisschen breit gemacht. Das war, ja, vielleicht schon zu breit, mal gucken. Aber die Plattform fürs Portal habe ich 10 Blöcke breit gemacht, weil das Portal 4 Blöcke einnimmt. Es muss eine gerade Zahl sein, dass wir auf jeder Seite noch 3 Blöcke Platz haben. Vielleicht, um Kisten zu tun, um Netherzeug zu lagern oder sonst irgendwas. Obwohl, ME-System kommt ja eh bald, aber ich will mich kurz pendeln. Das heißt, wir haben hier Gravel. Oh, hier kommt Gravel, der kommt hier rein. Das Ding kann Sand machen. Wusstest du eigentlich, dass ich eine lebende Legende bin? Wieso? Steht im Chat bei mir. You and your Flint Hatchet are living legends. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast ja schon... Ja, das ist einfach nur, weil das hochgelevelt ist. Hä? Hier sind Zombies und Enderman. Ah, ich hab mich ausgeleuchtet. Spark! Ich brauch Fackeln. Okay. Ich ganz vergessen, dass hier Mobs spawnen können. Hups. Vergesse ich jedes Mal, wenn ich ausbaue. Schon wieder Rums. Hörst du? Das höre ich jetzt, ja. Alter. Das ist recht laut. So, wie mache ich das denn? Das am besten hier. Okay, irgendwie bin ich gerade extrem überfordert. Ich muss das Ganze erstmal zum Laufen kriegen irgendwie. Vielleicht brauche ich Schilder, keine Ahnung. Magst du vielleicht mal helfen? Vielleicht habe ich einen kleinen Denkfehler drin, ne? Warte, ich komm gleich. So, ich habe erstmal ausgeleuchtet, weil ansonsten ein Problem. Früher oder später. So. Wo hängt's denn? Ich, keine Ahnung, ich komme halt. Ich will das ja auf beiden Seiten machen. Also erstmal, hier geht's los. Und das, hier kommt Cobblestone raus. Also hier kommt Cobblestone raus, der wird geteilt nach links, nach rechts. Der geht hier rein. Ja. Also auch in die andere Seite, aber erstmal hier. Genau. Da kommt dann entweder Gravel raus, also hier kommt Gravel und Sand raus. Ja. Das heißt, hier soll Gravel rein. Ja. Hier soll Sand. Ja. Aus dem hier kommt aber Sand und das draus. Nee, genau, da kommt Sand und das draus. Das sollte hier rein. Okay, nee, das stimmt, da musst du Autonom Activator hin. Und Sand hier. Dann habe ich es ja eigentlich schon richtig. Ich muss hier nur die Outputs und Inputs richtig einstellen. Ich denke es mal. Also, wie kannst du nochmal filtern, was wo reinkommt? Ich sag ja einfach, beide Sachen sollen hier raus. Und hier kommt beides von der Seite einfach rein. Ah, nee, stimmt. Dann. Achso, und ich muss hier da wahrscheinlich dann einen Servo dran setzen, der dann sagt, da kommt nur das Item rein.
Ja, du musst schon Bescheid sagen, dass da nur die ein Affen-Item reinkommen, aber woher soll das Ding wissen, dass es, oder der Pulverizer vorne wissen, dass da nur... Ja, aber hier, ganz kurz, warum teilst du das überhaupt auf? Lass doch einfach komplett alles durchlaufen. Du bekommst ja zur Hälfte Sand, zur Hälfte Gravel raus aus dem Pulverizer, oder? Nee, das ist ja nicht... Ich bekomme ja immer aus einem Stein, kriege ich immer Gravel raus. Und okay. Zu 10% noch was dazu. Und dieses was dazu macht mir gerade... Aber ich glaube so, ich habe mich nur festgefahren, ja, mit den Servos stelle ich halt ein, was wo rein kann. Und dann ist das hier schon fertig. Dann haben wir hier nämlich Gravel zu Sand, zu Dust. Alles, was zusätzlich ist, landet ja sowieso in eine von diesen Pipes und kommt dann einfach nur hier rein. Anders geht's ja nirgendwo. Okay, und genau. Das Produkt, hier wird dann einfach nur eingestellt, autonomes Aquäter. Von der Seite kann halt nur Dust und von der auch nur Dust. Und dann kommt ein Sieb rein, damit es durchgeheizt. Okay. Von der Seite wird einfach eine Ebene weniger genommen. Weil hier sage ich halt, okay, hier kommt Gravel oder Sand raus. Wenn Sand rauskommt, soll das ganze Ding in diese Richtung. Das heißt nur Sand. Und wenn da Gravel rauskommt, kommt hier einer hin. Ja, und der tut das dann in den Autonomous Activator. Ich mach das mal schön, dass das hier so gleich aussieht. Hau rein. Eventuell reicht das schon. Oh, hoffentlich reicht das hier. Bitte lass es schicken. Nein, schick noch nicht ganz. Oder doch, eventuell. Oh, ich habe mich ja gerade echt festgefahren. Ich danke dir für deine Hilfe, definitiv. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Kennst du das, wenn du manchmal so Ideen hast, dann... Ich kenne das, aber ich habe eigentlich gar nichts gemacht, glaube ich. Du bist da größtenteils schon mit selbst drauf gekommen. Ja, aber nur währenddessen ich dir erklärt habe, ich brauchte das halt irgendwie so ein bisschen. Naja, Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Pulverizer und zwei autonomes Activator. Und ja. Dann kann ich mich um die Energie kümmern und dann läuft's. Alter, schüttet's bei mir draußen. Alter, ich höre das Ganze gar nicht bei dir. Alter, das ist mir feierlich. Ich noch, da habe ich noch was. Zack, 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 zack. Zack. Yes, ich habe die Flugrüstung. Fertig. Nice. So, das will ich jetzt mal austesten. Zeig mal her jetzt. Warte, ich muss noch schnell craften. Bam, 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 bam. So. Drei von denen. So, ich hoffe mal, das ist ja auch wieder falsch. Ich hoffe mal, dass es jetzt geht, ne? Hier kommt... Warte, da kommt Gravel rein. Ha, es geht. Der soll zu Sand, aber da kann auch das draus kommen. Hallo, Kev. Das hinten. Links das hier. Ey, Kev. Ey, yo. What the fuck? Was ist ein Cheater? Nein. Wie viel Leben hast du denn? 20, ja. Ich kann die Plattform. Das ist natürlich sexy. Und wie sieht unsere Insel von oben aus? Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und weißt du, was das Geil jetzt ist? Jetzt brauche ich keine Angst mehr haben, dass ich runterfall. Wieso? Weil dann kannst du notfalls immer zünden, ne? Ja, ich kann einfach den Knaller jedes Mal zünden, dann fliege ich los. Ja. Das ist so eine Furzbremse. Wenn du runterfällst, dann brauche ich... So, und guck mal, ich habe extra gut, dass ich Platz gelassen habe. Ich habe es jetzt fertig. Jo. Nur hier, wo die Teile sind, autonomes Activator. Ansonsten funktioniert es perfekt. Ah ja, sieht sehr verkabelt aus. Das ist so ein Luftschachtsystem, ne? Ja, es deckt halt aber auch, muss man sagen, jede Eventualität ab. Und das ist das Gute. Ja. Vorne rennt doch schon wieder ein Skelett rum. Wo habe ich denn hier? Wieso spawnt ein Skelett? Alter, wow. Also, wenn das jetzt wirklich auf Anhieb so funktionieren sollte, das ist aber niemals eigentlich so der Fall, ne? Kev, hier spawnt ein Skelett und ich weiß nicht wieso, ich sehe es nicht. Wo? Hier vorne ist jetzt ein Skelett gespawnt, aber ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe eigentlich alles ausgeleuchtet. Nee, hier vorne auf der Plattform, aber ich habe eigentlich alles ausgeleuchtet. Vielleicht kann ich mal gucken, F7? Das ist ein Enderman. Ja, der steht schon die ganze Zeit da, aber... Der guckt so hässlich. Hey, der kann hier ran! Ja, dann hast du den angeguckt gerade. Egal, so. Der hat mir ein Lootback gegeben. Also ich fliege gerade drüber, ich sehe nirgendwo die Markierung, dass Mobs spawnen können. Naja, aber das ist... Runtergefallen kann er ja nicht sein. Ist voll geil hier. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Jetzt müssen wir noch einen für dich machen, ne? Autonomous Activator sind übelst günstig. Ah, wobei, ich sehe gerade, ich plündere hier alle Sachen. Kannst du das jetzt sehen, dass die Flügel bei mir so flattern im Flug? Nee, gar nicht. Ist, bei mir flattern die Flügel so, als ob diese Schlangen so fliegen würde. Flap, 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 flap. Ist leider bei mir nicht so. Voll geil. Voll geil.
Okay, so, dann wäre es auch schon gewesen von der Folge. So schnell ist die vorbei, dann schaffen wir ja tatsächlich in der nächsten Folge das automatische System. Was heißt so schnell? Wir haben 5 Minuten überzogen. Keine Ahnung, die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ah ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, lasst krachen und tschüss. Es macht voll Bock. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.